Hallo und herzlich willkommen. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. So, heute geht das in dieses Dungeon. Moment, wo ist das denn hier? Uraltes Ruin Dungeon. Dort könnt ihr auch Eisenerz farmen, aber Vorsicht, da ist ein giftiger Nebel. Deswegen müssen wir uns davor richtig gut vorbereiten diesmal. Und zwar mit der Ausrüstung. Fangen wir mit der Ausrüstung an. Ich habe natürlich Ersatzausrüstung. Wie immer. Auf der Ausrüstung sollten Giftmods drauf sein. Also Giftwiderstandmods sollten auf der Ausrüstung drauf sein. Die kennt ihr mittlerweile, glaube ich, schon nach dem Froschboss kennt man die spätestens. Das sind die Giftwiderstand 10, Giftwiderstand Level 1. Gibt es auch Level 2? Wo ist denn das hier? Level 2. Ah, jetzt habe ich das gefunden. Hier ist Level 2, Kautschuk. Und Kammertuch braucht ihr dafür. Kautschuk, mittlerweile haben wir das, glaube ich, geklärt. Eher dieses Dorf findet ihr in den Kisten und in den Bosskisten und auch so in den normalen Kisten. Kautschuk, je nachdem. Ja, das haben wir schon mal alles drauf gemacht. Waffen, Speere, die braucht man am Anfang, weil da haben wir so Frösche, die kennt ihr, Giftfrösche. Dann Hammer braucht man unbedingt für Dungeon selbst und Fäustlinge auch für Dungeon. Dann haben wir hier Gegengift. Könnt ihr übrigens, ich werde das mal irgendwann mal wahrscheinlich zeigen. Hier gibt es so ein kleines, ja, uraltes Labor ist es. Und da kriegt ihr zum Beispiel das Gegengift, weil dafür braucht ihr Phosphor. Und Phosphor habe ich zum Beispiel auch noch nicht gefunden. Also ich bin noch nicht so weit, dass ich Phosphor habe. Hier Gegengift. Alles andere habe ich oder weiß ich, wo ich finde, aber Phosphor habe ich nicht. So, dann gibt es diesen Jorba-Tee oder wie der ausgesprochen wird. Den können wir hier herstellen. Dafür braucht man diese Yorba-Matte-Teeblätter, wo ich die gefunden habe, ehrlich gesagt. Eher hier habe ich die sehr oft in den Kisten, aber einfach auch hier mal in den Kisten rumschauen. Ja, aber das ist auch kein Muss. Übrigens, nur mal so zur Info, das ist kein Muss. Ihr kommt auch nur mit diesen Giftmods, mit den vier Giftmods, ziemlich gut klar dort unten. Also, das ist kein Muss und der Tee ist kein Muss. Nice to have, aber muss man nicht. Dann das hier, entfernt 60 Gift. Ihr habt ja meistens eine Leiste. Jetzt ist sie nicht da, Umweltgift. Und je nachdem, wenn ihr in einer giftigen Umgebung seid, zeigt das an, wie viel ihr vergiftet, also wie weit ihr vergiftet worden seid. Dann Blutaktivierungscreme, die kennt ihr von den Bossen in den Dörfern. Könnt ihr auch mitnehmen für Notfälle, sage ich mal. Zigarren, auch kein Muss. Das ist für die Ausdauerholung. Was zu trinken könnt ihr mitnehmen. Die Bandagen kann ich euch nur empfehlen, wirklich in Notfällen. Entweder benutzt ihr das hier oder die Bandagen, die sind richtig geil. Die sind wirklich must-have, muss ich sagen. Und Fleisch, edles gebratenes Fleisch, das hier. Oder ihr könnt, es gibt auch schon mittlerweile Ersatz, habe ich gesehen. Also es gibt schon länger, aber hier, das hier. Aber es ist ein bisschen komplizierter herzustellen. Da kriegt ihr 6 Lebenspunkte pro Sekunde. Und hier kriegt ihr 4 Lebenspunkte pro Sekunde, aber mir reicht auch das aus. Ja, so viel zur Ausrüstung, natürlich wie immer Sonnensteine, das ist eher was zu trinken, Korrosionsbehälter nicht vergessen, also ohne die braucht ihr gar nicht zu starten, weil dort findet ihr so gut wie keine Korrosionsbehälter. Ja, so viel zu Thema Ausrüstung. Ich werde durch das Portal hier, Regenwaldportal, gehen, hier ankommen beim Hügelportal und das Stück laufen bis hier hinter. So, an der Höhle angekommen. Parken wir unser Reittier irgendwo? Oder bei euch ist es vielleicht anders. Ihr müsst noch ein kleines Häuschen vielleicht irgendwo hier hinten oder sowas setzen, da wo es möglich ist, ne? Mit einem Lagerfeuer und. Je nachdem, mit welchem Charakter ihr geht. Ich gehe nicht mit meinem Hauptcharakter, wie man hier sieht. Deswegen brauche ich jetzt auch kein Lagerfeuer. Wenn es schief geht, dann bin ich eher am Arsch. Sag ich mal, ich würde wahrscheinlich, dann müsste ich noch einen Charakter hier schon vorbereitet haben, der darauf wartet, voll mit den ganzen Mods ausgerüstet ist. Und wenn ich da drinne sterbe, dass ich dann von hier direkt wieder loslaufen kann mit den anderen Charakter und direkt die Sachen holen kann. Ja, ist mir alles zu kompliziert, mache ich nicht, brauche ich hoffentlich nicht. Euch ist vielleicht aufgefallen, ich habe gar keine Hauptmahlzeit mitgenommen. Ihr könnt natürlich Hauptmahlzeit mitnehmen, zum Beispiel gekochte Kartoffeln, um mehr Gewicht zu haben, aber der hat hier fast 200 Kilo. Ja, das reicht mir vollkommen aus. Ich nehme eh keine Portale mit. Ich nehme da eigentlich so gut wie gar nichts mit. Nur das Zeug vielleicht aus der Kiste. Zum Schluss beim Boss. Mehr nicht. Ja.
Deswegen nur mal so zur Info. Und dann gehen wir rein. Aber davor trinken wir erstmal einmal das hier. Einmal den Tee. Rauchen wir eine Zigarre. Ich habe gesagt, rauchen eine Zigarre. Das hier, das trinken wir jetzt noch nicht. Das machen wir beim Boss. Oh, die kommen schon. Die sind übrigens giftig. Tausendfüßler. Ich lasse mal die Leiste rechts offen. Da könnt ihr sehen, Vergiftung. Und die stapelt sich. Desto mehr Staffel ihr habt, desto mehr Schaden bekommt ihr. Das ist ja logisch. Ne? Die sind nicht zu unterschätzen übrigens. Das sind richtig ekelhaft. Hier könnt ihr auch Eisen farmen. Ist ein ganz guter Spot zum Eisenfarmen. Aber auch ein bisschen nervig, ne? Wie man sieht. Wenn man die Viecher jedes Mal erledigen muss. Man kann die übrigens auch mit einem Speer kaputt schlagen. Ist, glaube ich, sogar besser. Da kann man besser ausweichen vielleicht. Der beste Tipp wäre natürlich, lasst euch von denen nicht erwischen, aber ja. Hier ein bisschen dunkelhell, dunkelhell. Die sind schon ein bisschen nervig. Die erwischen trotzdem irgendwie ein. Auch wenn man ausweicht. Na, zack. Was geben die euch, falls ihr euch fragt? Die geben euch hier Premium-Gift, wie man sieht. Und normales Gift und Schale. Also wenn ihr sowas braucht, könnt ihr auch hier drinnen farmen. Gleichzeitig. So, hier schon mal, hier könnt ihr lang übrigens, nur mal so nebenbei. Das ist sehr gut, kommt alle hierher, so. Drei Schläge braucht ihr ungefähr mit dem Hammer und dann könnt ihr hier lang. Zack. Heilen wir uns mal ein bisschen. Hier kommt ihr, kann ich euch schon verraten. Ich habe die ganze Zeit immer gerätselt, wie kommt man dahin, dies, das, jenes, da kommt man raus. Wenn wir aus dem Dungeon rauskommen, kommen wir da raus sozusagen. Deswegen mache ich den Weg auch schon auf, falls ich doch mal aus dem Dungeon dann direkt hier rausgehe und nicht irgendwo anders. Es gibt ja immer zwei Ausgänge. Entweder führt euch das im Kreis und ihr kommt dann, zeige ich aber euch gleich. Das ist eigentlich unnötig jetzt davon zu reden, wenn wir gleich dort sind. Ob ich durchrennen könnte, ist die Frage. Vielleicht ja, aber... Na, das habe ich gleich schon erwähnt. Lasst das Reittier außerhalb, draußen. Außer ihr wollt, dass es verreckt. Wie meint's mal? Bei dem Giftfrosch. Hier ist ja giftiger Nebel. Da wird das Reittier verrecken. Deswegen unbedingt gucken, dass es euch nicht folgt. Habe ich jetzt gerade selber noch gedacht. Scheiße, hoffentlich folgt meins jetzt irgendwie nicht hinten irgendwo. So, jetzt kommen die Frösche. Die sind ein bisschen einfacher und angenehmer, muss ich sagen, als die Tausendfüßler. Den kann man besser ausweichen. Die spucken auch einen an. Ihr könnt die einzeln auch so mit diesem ultimativen Speerwurf zu euch ziehen und einzeln fertig machen. Ihr könnt aber auch reinrennen und mit dem Hammer auf die drauf kloppen. Das ist euch überlassen. So, was die geben, müsstet ihr eigentlich wissen, wenn ihr schon hier seid, denke ich mir mal. Dann habt ihr schon den Froschboss gemacht. Die geben auch Premium-Gift und halt Fleisch. So. Hier gibt es auch so einen Elite-Frosch. Der ist da vorne. Komm mal her hier. Ziehen wir ihn mal einmal ran. Der macht halt ein bisschen mehr Schaden. Da hat er gerade gespuckt. Habt ihr hoffentlich gesehen. Was gibt er uns? Ich glaube, der gibt auch nichts Besonderes. Ja, der gibt gar nichts Besonderes. Also Premium Fleisch kriegt ihr ansonsten genau dasselbe Premium Gift. Okay, das dauert mir gerade ein bisschen zu lang. So. Oh. Das hat mich jetzt aber mit Gift getroffen. Wie gesagt, das mit Speer ist die sichere Variante. Das hier ist vielleicht ein bisschen schnellere Variante. Je nachdem. So, hier ist auch dann eine Bosskiste, weil wir ja so einen kleinen Boss erledigt haben, würde ich sagen. Hier kriegt ihr übrigens Blutsteine. Was richtig gut zu wissen, die braucht ihr nämlich. Für was braucht ihr? Wenn ihr den Bossfrosch erledigt habt, also den Pyramiden-Bossfrosch, nicht den kleinen hier,
Müsst ihr für den Knoten braucht ihr dann Blutsteine. Ich weiß gar nicht mehr. Fünf, glaube ich, oder sowas. Hier könnt ihr die finden. Die sind jedes Mal hier drin, übrigens. So, dann ist hier auch eine uralte Tafel. Die Frage ist nur, wo ist sie denn? Hier ist sie. Könnt ihr dann auch lesen. Hier ist auch der Weg, wenn wir aus dem Dungeon rauskommen, da oben. So viel sei gesagt. Hier geht's nur, also hier geht's nur noch zum Dungeon, sonst nirgendwo. Hier sind wieder diese Lianen. Die müssen wir dann schnell wegmachen. Und dann können wir hier durch. So. Das ist der Eingang. Sozusagen. Hier wartet schon jemand auf uns. Zwei Stück. Die könnt ihr entweder mit Fäustlingen oder mit Hammer machen, je nachdem, wie ihr wollt. So, was geben die? Waffenmodule. Ja, wie immer eigentlich. Das sind Standards. Hier sind übrigens zwei Türen, wie ich gesagt habe am Anfang. Hier in die können wir rein. Drüben kommen wir raus oder andersrum, je nachdem, welche Tür ihr reingehen wollt. Deswegen. Oh, hat er mich jetzt gerade beworfen mit dem Schild? Die Arschgeige. Ja, übertreibt nicht. Stirb einfach, wo gut ist. Summer, okay. Wir gehen, ich gehe ganz gerne rechts lang. Ich weiß nicht, soll ich euch eigentlich zeigen, was es hier in den Kisten gibt? So, ein oder zwei Kisten zeige ich, den Rest denke ich mal nicht, weil es immer dasselbe eigentlich. Jetzt wird es Blutsteine, Giftmods geben und halt grüne Kristalle und Kohleerz. Sonst wird es hier nichts anderes geben. Wie sieht unsere Ausrüstung noch gerade so ganz? Ist die Ausrüstung? So, der Dungeon muss ich zugeben, sogar für meinen Geschmack ist das der verwirrendste Dungeon, den es gibt. Hier mit dem können wir übrigens Umgebungsgift, was ihr rechts seht, entfernen normalerweise. Diese, also bis zu 60% entfernt das, wie es aussieht. So. Weg mit euch. Na komm, wirf. Die machen guten Schaden übrigens. Also nur mal so nebenbei. Das sind ein bisschen andere als die wir kennen. Zack, die schießen so einen komischen roten Strahl. Ja, geben aber hier nichts Besonderes, ne? Also, wer hier gehofft hat, irgendwas Besonderes. Aber zum Schluss, so viel sei verraten, bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Oder sprüht bis zum Schluss, wie ihr wollt. Das ist euch überlassen. Es gibt auf jeden Fall was Besonderes, und zwar für die Maske, die ich gerade trage. Gibt es auf jeden Fall etwas hier in den Dungeon zu holen. Aber das erst, nachdem wir den Boss gekillt haben. So, da ist schon mal der erste. Was machen wir? Ich mach F, mach die Tür auf, rüste die Fäustlinge dann gleich aus. Zweimal bewerfen reicht hoffentlich. Oh, der macht den Dreher. Hab mich trotzdem erwischt, was? Jetzt. Sehr gut. Weich aus. Bisschen auf die Ausdauer achten bei den Fäustlingen, ne? Ist ganz klar. Ich vergesse das öfters mal. Und dann passiert sowas, dass er mich erwischt. Ansonsten ist es gar nicht so schwer hier mit dem. Ja, gut. Wenn der Server noch ein bisschen rumspackt. So, jetzt hatte ich keine Ausdauer eigentlich mehr und hätte nicht ausweichen können. Was hat er uns gegeben? Großschwertschaden. Ich hätte eher lieber Speer gewünscht, um ehrlich zu sein, aber vielleicht spielt einer von euch mit einem Großschwert. Der würde sich über sowas freuen wahrscheinlich. So, da sind wir reingekommen. Es sind schon wieder hier Haufen Eingänge und Ausgänge. Erstmal looten wir aber die Kiste. Wie gesagt, das ist der verwirrendste Dungeon, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht. Ich komme hier am wenigsten klar. In diesem Dungeon irgendwie. So, machen wir erstmal die Tür auf. Weil ich glaube, da geht es dann nicht mehr weiter, wenn ich mich richtig erinnere. Ich habe es bis jetzt nur einmal gemacht und habe aufgenommen, aber dann vergessen. Ich kann nur bis zu 20 Minuten direkt aufnehmen. Muss zwischendurch, aber das ist jetzt gut. Muss zwischendurch gucken, dass ich nochmal
die Aufnahme speichere und dann nochmal aufnehme. Ansonsten habe ich das Problem, hatte ich zumindest letztes Mal, dass das Video dann ja nicht von Anfang an ging. Das war schon, wo ich in den Dungeon war. Und das war echt beschissen. Ja, die Sachen kennt ihr. Brauche ich gar nicht aufheben. Die sind gleich, die werdet ihr kennen. Aus den anderen Dungeons, wer sowas braucht, der holt das aus den ersten Dungeons, ganz ehrlich. Ja, aber dann war die ganze Aufnahme sozusagen versaut, weil mir dann vorne einiges gefehlt hat. Ist echt nervig gewesen, deswegen muss ich das nochmal aufnehmen jetzt. Ich hätte natürlich das Stück aufnehmen können und das war mir aber alles. Ich will das schon am Stück aufnehmen komplett. Was hier interessant ist übrigens in den Dungeon, wir haben nur Kisten, zwei Kisten, aber keine Gegner. Sonst hatten wir in den letzten Dungeon so gehabt, dass auf der Kiste sogar ein Gegner saß. Aber ja, das haben wir jetzt nicht. Das Portalteil, ich kann euch nur zeigen, welches Portalteil ist. Falls es jemanden interessiert, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist das erste nämlich. Wie gesagt, Portalteile holt euch auch aus den ersten Dungeon. Gibt es gar keinen Grund, die aus den Dungeon zu holen. So, aber hier sind wir gut durchgekommen. Jetzt können wir hier lang. Ich glaube, wir sollten rechts gehen. Jetzt bin ich mir auch nicht sicher, was besser ist. Rechts oder links? Eins von beiden ist besser. Aber wie gesagt, der Dungeon ist leicht verwirrend hier. Sogar für meinen Geschmack. Okay, wir gehen einfach jetzt rechts. Scheiß drauf. Gucken uns hier um. Bin mir nicht sicher, ob es besser gewesen wäre, wären wir links gegangen. Aber im Endeffekt ist Jacke wie Hose eigentlich. Kann auch sein, dass links der Ausgang gewesen ist. Hier der Boss ist. Das ist ja. Hier wird es gleich auch eine Gabelung geben, soweit ich weiß. Hier geht es, glaube ich, zum Boss. Und hier kommen wir wieder raus. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, bitte. Am Arsch, hier kommen wir nicht raus. Hier kommen wir oben raus. Und drüben, also merkt euch, hier kommen wir dann oben bei dem Boss raus. Und hier kommen wir zum Boss. Bin ich jetzt schon abgebogen? Hier würden wir jetzt unten dann zum Boss kommen. Dann gehen wir ja doch oben jetzt lang mal schnell. Machen wir das doch oben. Schließen wir direkt oben ab. Und dann haben wir das. Hier ging es lang, ne? Ja, ich hoffe, dadurch seid ihr nicht noch mehr verwirrt dann. So, ich bin ja selber, wie gesagt, hier öfters verwirrt. Jetzt müssen wir hier den Mechanismus aufmachen. Und auf der anderen Seite den Mechanismus aufmachen. Dann geht eine Tür auf. Ich glaube, diese. Bin mir aber gerade nicht sicher. Werden wir gleich sehen. Durch das Quatschen. Das Problem ist auch bei mir, ich kann mich eigentlich ganz gut orientieren. Aber wenn ich dumm rumlabere hier, ist das Problem, dass ich mich dann nicht mehr so gut orientieren kann. Okay, es geht die Tür auf. Oh, der Boss hat mich bemerkt. So, die Tür geht auf. Da ist noch eine Tür. Wo führt diese Tür? Ich weiß gar nicht mehr. Okay, das ist. Hier geht's auch dann nicht weiter. Wahrscheinlich ein Portal oder sowas. Ja, genau. Oh, hier ist aber auch ein Gegner. Machen wir immer schnell Platz. Gucken wir uns, welches Portal das ist. Also welches Portalteil. Nehmen wir das mit. Ich schätze mal 2 oder 3. Eins haben wir ja schon. Ist logisch. Das ist das dritte Teil. Okay, dann müssen wir noch das zweite Teil irgendwo finden. Blutsteine, wie gesagt, kriegen wir hier eigentlich dasselbe die ganze Zeit. So, gehen wir jetzt da lang, durch die Tür. Müssen wir erstmal aktivieren. Haben wir das aktiviert schon? Auf der anderen Seite? Und hier, ja. Eigentlich geht sie normalerweise auf. Komisch. Ja, gucken wir mal gleich. Machen wir dann selbst auf die Tür. Okay. Kommen wir jetzt hier vorne raus wieder? Nee. So. Okay, wir kommen. Also hier kenne ich das aber auch. Hier finden wir, glaube ich, das Portal Teil 2 noch. Oha. Sei mal hier nicht so aggressiv. So, wir müssen die Dinge aktivieren. Ich hasse die Teile. Das übertreibt manchmal vollkommen.
So. Das ist eine Sackgasse dann. Okay, hier ist das dritte Portal. Das ist dann Teil 2, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also Portal Teil 2. Können wir direkt weitergehen. Oh, was machst du denn? So, wir gucken mal in die Tür, würde ich mal sagen, oder? Hier geht's runter oder gucken wir hier rein? Ich weiß es gerade nicht. Kannst du euch gleich sagen? Hier geht's nach oben. Ah, verdammt. Ah, ich glaube, wir gucken erstmal hier rein. Gucken wir, was hier ist. Okay, hier kommen wir vorne raus. Ne? Das ist, wo ich euch gesagt habe, links, rechts. Könnt ihr euch entscheiden. Ein Weg wird euch dann im Kreis führen und ihr kommt dann wieder raus, sozusagen. Ja, genau. So, jetzt müssen wir hier links und der Weg sollte uns auch noch trotzdem zum Boss führen. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, sind die ganzen Zigarre, frittierter Kürbis ist noch, edles Gebratenes können wir uns nochmal reinhauen, erneuern. So, jetzt kommen wir wieder zu den Raum. Okay, ist richtig. Hier müssen wir nur jetzt wieder woanders abbiegen als wie vorher. Also nach unten gehen. Den Weg. Hier, hier, hier. Hier können wir eigentlich einfach runterspringen. Ich hoffe, das verwirrt euch nicht. Ich glaube, ne? Ach, scheiße, können wir nicht. Na gut, ich zeig's euch gleich, dass ich da abgebogen bin. Fuck it, vor allem habe ich richtig viel Schaden bekommen gerade hier durch das Runterspringen. Mach das lieber nicht. Nimm den normalen Weg. Ich dachte, ich war vorher. Aber nein. Zack. Ist er eigentlich fertig ausgeskillt hier bei Dings? Da hat er eigentlich Bonus hier auf Fäustlinge. Der ist nicht so gut mit Hammer, deswegen macht er auch nicht so viel Schaden mit Hammer. Aber ich habe doch Hammer ausgeskillt komplett, oder? Hammer, 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 ja. Hammer, Hammer. Wir müssen die Tür nehmen. Ich gehe aber jetzt hier kurz durch diese Tür. Aber die habe ich euch eigentlich gezeigt. Hier vorhin die große Tür, wo ich gesagt habe, kommt, wir gehen den anderen Weg erstmal nach oben. So, dann kommt ihr hier lang und hier müsste eigentlich schon der Boss sein. Okay, wir müssen noch ein Stück laufen und dann ist der Boss. Ja. Nehmt euch auf jeden Fall genug Korrosionsbehälter, wie ihr gesehen habt. Hier gibt es in den Dungeon, das ist das erste Dungeon, glaube ich, wo ihr keine Korrosionsbehälter bekommt. So, ich mache direkt den Boss an. So, habe ich ihn erwischt? Ich glaube, ja. Ausweichen, T4 auswählen, ausweichen, so. Hat er mich jetzt erwischt? Der hat hier ein paar neue Tricks drauf. Gut, das mit dem Schild, das dürften die meisten kennen. Was? Wieso hast du mich jetzt erwischt? Du Bad Boy. Ja. Zack. Was? Das war jetzt aber serverseitig, oder? Das auch gerade. Fuck it. Okay, 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 okay. So beschissen war ich noch nie. Merke ich gerade. Vor allem meine Sachen sind kaputt gegangen und er rüstet nicht einfach mal selber aus. Und sowas regt mich auf. Ehrlich? Das war knapp gewesen. Ich denke mir gerade, was ist denn hier das Problem? Okay. Ich meine mal, ihr seid bestimmt da besser an dem Ausweichen, aber irgendwie ist bei mir gerade der Wurm drin hier. Mit dem Ausweichen. Was ist denn jetzt hier los? Also wirklich. Ehrlich, so schlecht bin ich ja noch nie ausgewichen hier. Wie bei diesem Boss. Komm, wirf dein Schild hier. Ja, ich wusste, dass du den werfen wirst. Das ist auch nicht mein Lieblingscharakter, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich habe einen anderen. Der ist auch ein bisschen schneller unterwegs. Okay. Ja, ja, ja. Okay, okay. So. Die Tricks sind neu, würde ich mal behaupten. Ja. Genau wie wenn er sich um sich hier im Kreis drumherum schlägt. Und der hier. Aber ja, trotzdem ist der, also mit den Bandagen, die ich hier mit habe,
ist es eigentlich. Ich habe sogar vergessen, diese Blutcreme auszurüsten. Weil es einfach nicht nötig war. Na, wie man sieht. Also ich hatte ja die Creme. Eigentlich habe ich ja die Creme hier für Notfälle ausgerüstet. Und das hier hätte ich auch benutzen können. Um Umgebungsgift. Hier habt ihr gesehen, rechts. Umgebungsgift ist dann jetzt nach unten gegangen. So, was haben wir denn bekommen von denen? Giftwiderstand haben wir bekommen. Okay, interessanter Mod. Falls wir den nochmal irgendwo brauchen. Kritischer Schaden. Okay, ist in Ordnung. Sag ich mal, hier ist ein Reliktschlüssel. Haben wir bekommen, Metallteile. Reliktschlüssel ist ganz cool, weil mit diesem Reliktschlüssel können wir jetzt gleich seine spezielle Kiste aufmachen. Und in der speziellen Kiste haben wir was Besonderes. Hier haben wir Giftwiderstand Mods Level 3 übrigens. Dann muss irgendwas noch kommen. Also für irgendwas bereiten sie uns doch vor, oder? Also seid ihr wahrscheinlich auch der Meinung, oder was sagt ihr? Wenn die uns schon hier Level 3 geben, muss es irgendwo auf der Map und hier Gegengift geben, muss es doch irgendwo irgendwas noch krasseres geben als das hier. Also ein krasserer Dungeon mit Gift wahrscheinlich, als in dem wir hier drinnen sind. Ja, auf jeden Fall werdet ihr mehr als genug hier Blutsteine zusammenfinden. Ich gehe davon aus, dass wir die Blutsteine auch irgendwo brauchen werden, obwohl wir hier zum Beispiel schon Jade brauchen. Jade, ist das Jade? Jadeit oder so? Ich sag einfach Jade. Ja, hier brauchen wir gar nichts. Also blaue Kristalle nur, wie es aussieht. Und hier brauchen wir auch nur blaue Kristalle. Interessant. Ja, hier Blutsteine, aber ich meine, für irgendwas werden wir die noch brauchen wahrscheinlich, oder? Für irgendeine Ausrüstung vielleicht. Hier rechts und links ist nichts übrigens. Oben waren wir mittlerweile. So, jetzt klettern wir hoch und gehen zu der Hauptkiste. Das ist übrigens das erste Mal hier im Dungeon, dass wir überhaupt eine Leiter benutzen müssen. Ist mir so aufgefallen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Sachen, zu irgendwelchen Ausrüstungssachen, weiß ich nicht, hier zu diesen Mods, habe ich aber auch schon öfters gesagt, wo man das findet, oder sonstigen Sachen, schreibt einfach in die Kommentare. Ich versuche immer, alle Kommentare zu antworten, nicht direkt, aber im Laufe des Tages meistens, wenn das passt, antworte ich eigentlich, ja. So, was finden wir hier? Wieder dieses Grab, diesen Sarg. Eine Kiste, eine kleine Kiste, aber schon eine besondere Kiste, wie man sieht. Hier gibt es Premium-Klauen, dann Schadensmodifizierung, die habe ich zum Beispiel hier drauf. Kann ich auch schon selber herstellen. So. Das ist das besondere Teil jetzt hier. Uraltes Relikt. Da haben wir sozusagen den Boss-Loot. Dafür haben wir diesen Schlüssel hier. So. Und dann können wir... Was ist das hier? Beschränkungsmodul aufheben für Fackel der Ewigkeit. Jetzt fragt ihr euch, hä, was ist denn das für ein Ding? Wozu brauchen wir das? Ich hatte ja gesagt am Anfang, wir finden hier etwas für diese Maske. Und zwar für dieses letzte Talent hier, oder Fähigkeit. Beschränkungsmodul Fackel der Ewigkeit, genau. Und jetzt haben wir das. Ich habe es zweimal. Und ich habe auch die Maske schon zweimal mittlerweile. Ich weiß nicht, wozu ich das brauche zweimal. Was kriegt man, wenn man es auseinanderbaut? Nichts Besonderes, um ehrlich zu sein. Naja, was soll's. Habe ich das zweimal halt. Ist auch nicht schlecht. So, dann waren wir eigentlich überall. Jetzt können wir den Weg nehmen, eigentlich so, wie es meistens gedacht ist. Also den Ausgang. Kann ich euch zeigen, was ich gemeint hatte hier mit oben lang. So, jetzt sind wir hier oben. Hier müsste auch noch eine Kiste sein, rechts. Hier... kommen wir raus wieder. Diesen Fall sind die schnell gespawnt. Ja, ich bin diesmal eigentlich durchgeflitzt, meiner Meinung nach. Durch das Dungeon. So, nehmen wir das nochmal mit, wenn wir schon mal hier sind. So, hier ist so dieser Brückenübergang. Hier war der Elite-Frosch zur Orientierung. Da war die Tafel gewesen, die man lesen kann. So, hier habe ich euch gezeigt, was ich mal gesucht hatte, wo ich hier nicht hochgekommen bin. Springe ich hier runter? Ja, ich springe hier einfach runter. Und da muss ich aber gucken jetzt hier, welchen Weg. Das ist jetzt der falsche Weg, den ich nehmen wollte. Ne, mit der Liane war es hier weiter oben gewesen. Ja, mit der Liane war es ein bisschen weiter oben. Hier wären wir rausgekommen. Da war die Liane vorher gewesen. So, aber ansonsten, ja, das war das Dungeon gewesen. Gar nicht so schwer, aber...
ja, leicht verwirrend, muss ich sagen. Also schon ein bisschen komplizierter für meinen Geschmack. Schreibt auf jeden Fall gerne, wie das für euch war. Ob ihr sagt, vielleicht sagt der eine oder der andere, hey, geil, also ich komme besser hier in den Dungeon klar als wie in den anderen Dungeons oder sowas. Aber bei mir war das jetzt nicht der Fall. Also ich kam in den Dungeon am schlechtesten klar, würde ich sagen, bis jetzt. Aber ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen, irgendwelche Anregungen oder wenn ihr irgendwas Besonderes sehen wollt oder sonstiges, schreibt in die Kommentare, sagt Bescheid. Ich versuche je nach Möglichkeiten das euch zu zeigen. Also, damit verabschiede ich mich. Dann bis nächstes Mal. Tschüss.